Freunde. Yo, Freunde, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben heute Sonntag und ihr wisst, Sonntag ist der schönste Tag in der Woche, weil keiner ist gestresst. Die Autos in Berlin sind nicht so schlimm wie sonst. Ja, Freunde, heute ist ein wichtiges Thema dran, ein sehr wichtiges Thema. Aber bevor wir dazu kommen, zeige ich euch mal heute, was ich denn heute den ganzen Tag so mache. So ein paar kleine Ausschnitte von dem, was ich heute so mache. Und dann kommen wir zum Thema, was eigentlich auch im Titel steht. Also, Freunde, viel Spaß beim Angucken und let's go. So, Freunde, ich habe jetzt eine Stunde damit verbracht, ein paar Sachen am PC zu erledigen, also ein paar E-Mails zu beantworten und ein paar. Ich musste dann meinen Vertrag bei FitX kündigen. Aber egal, das tut nicht zur Sache, Freunde. Ich gehe jetzt raus. Wir haben wunderschönes Wetter in Berlin heute. Ich würde sagen, ich nehme euch einfach mit. Ja, Mann! Freunde. Ich habe mir gerade überlegt, ich habe gerade hier mein sehr, sehr altes Longboard gesehen. Ich glaube, ich nehme das Longboard und fahre damit heute mal draußen rum. Auch wenn das Ganze nicht ganz so praktikabel in Berlin ist, sag ich mal, macht es einfach. Scheiß drauf. Let's go! So, Jungs und Mädels. So, yo, Freunde, ich bin wieder zu Hause. War duschen, hab was gegessen. Und der eigentliche Grund, warum ich heute diesen Vlog angefangen habe, ist dieser hier. Und zwar habe ich in meinem Leben noch nie richtig von einem Apfel abbeißen können. Ich habe es einmal probiert, ist mir gerade aufgefallen. Ich habe es schon verdrängt. Ich habe es mit 17 einmal probiert, von einem Apfel abzubeißen, wo ich noch keine Operation gemacht habe. Und dadurch, dass ich Unterbiss hatte, konnte ich halt nicht von einem Apfel abbeißen. Also es ging wirklich gar nicht. Ich konnte reinbeißen natürlich, aber ich konnte nicht, ich musste halt ziehen. Ich konnte nicht den Apfel wirklich abbeißen. Also ich habe quasi ich bin fast 20 Jahre alt und habe bis zu meinem 20. Lebensjahr noch nie von einem Apfel abbeißen können. Ich habe schon Apfel gegessen, natürlich auch kleingeschnitten. Liebe ich Apfel, das ist auch ein Pink Lady. Pink Lady ist wirklich das Leckerste, muss ich sagen. Und diese rote Stelle hier, ich werde gleich zum ersten Mal im Leben hier live auf Video zumindest, von einem Apfel abbeißen. Und das ist für mich schon was Geiles, weil ich habe mir früher immer gewünscht, dass ich es kann, weil ich habe es halt noch nie gekonnt. Auch jetzt fällt es mir auch jetzt wirklich sehr schwer. Nach den ganzen OPs jetzt diese Kieferkraft, diese Kiefermuskulatur so anzuspannen, dass ich von einem Apfel abbeißen kann. Aber ich würde sagen, ich wollte es eh schon lange machen, habe es aber immer nicht gemacht, weil ich unbedingt auf Video festhalten wollte. Deswegen würde ich sagen, beiß mir einfach ab und guck mal, wie das Ganze ist. Wahrscheinlich ist das ganz normal, aber ich muss das aufnehmen. Es war für mich wirklich, wirklich sehr wichtig. Also mal gucken. Okay. Ich muss sagen, es ist schwerer, als ich mir vorgestellt hätte. Also mein Unterkiefer musste schon ziemlich hart reingreifen, dass ich den Apfel überhaupt abbeißen konnte. Ich probier's mal nochmal, weil alle guten Dinge sind zwei, wisst ihr.
Geil. Ihr wisst ja, one apple a day keeps the doctor away. Und früher, ich hab Äpfel gehasst. Als Kind habe ich Äpfel nur ohne Schale essen können, weil ich die Schale nicht gekaut bekommen habe. Die Schale war einfach ewig in meinem Mund. Ich konnte nicht runterschlucken, die hat mich einfach nur genervt. Und deswegen konnte ich als Kind nur kleingeschnittene Äpfelstückchen ohne Schale essen. Das war wirklich, habe ich auch nur, wie gesagt, vor meinem 15. Lebensjahr, vielleicht einige von euch wissen es schon, habe ich sowas hier nie gegessen. Und nur andere Dinge wie Tiefkühlpizza, etc. Aber das ist schon eine ganz neue Erfahrung auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich hätte es mir ein bisschen einfacher vorgestellt. Das ist schon. Apfel essen ist von meiner Liste, was ich noch machen wollte in meinem Leben, ist jetzt abgehakt, Freunde. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Apfel unterhalten und checkt auf jeden Fall die I Love Celery Shirts aus. Checkt auf jeden Fall die I Love Celery Shirts in der Beschreibung aus. 100% Baumwolle, mega gute Qualität. Gerne abchecken und erst Link in der Beschreibung mit Sellerie-10 könnt ihr 10% sparen, also nice Sache. Und noch ein Video, warum ich denn noch nie vorher das Interesse hatte, einen Apfel zu essen. Weil ich habe das schon ein paar Mal angeschnitten, also in den ganz frühen Folgen, dass ich als Kind halt solche Sachen gehasst habe, nie gegessen habe, immer nur Fertiggerichte, weil ich halt schon früher als Kind selbstständig entscheiden durfte, was ich essen will. Aber mittlerweile seht ihr, der Erziehungsweg funktioniert auch, Freunde. Lasst auf jeden Fall ein Like da und schreibt mir gerne Sachen in die Kommentare für Video, denn ich habe da selber auch noch ein paar Sachen bezüglich der Akne und des Kiefers, aber das folgt dann im Laufe der nächsten Tage und Wochen, Freunde. Haut rein. Samuel Lift ist out of Apfelessen, Freunde. Peace out. Und ilovecelery.com. Ciao, ciao.